Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Far Cry 4 im Haus der Gale. Ich muss gerade mal eben hier meinen Timer vernünftig hinstellen. Moment. So, jetzt geht's los. Ja, wir machen heute die Missionen für Jogi und Reggie. Und damit beginnen wir direkt. Wo sind die Guten? Ja, du sollst auf die Leiter hochgehen, du Idiot. Halten zum Interagieren. Ich antworte was anmannen, höchstens bemannen. Aber das funktioniert so nicht. Das ist was ganz. Oh, der ist gerade am Kiffen. Was, wie entschließen und beschließen? Ja. Oh, scheiße. Oh. Denken die, ich bin blöd oder was? Willkommen, mein Bruder. Du bist an einem Ort des Friedens. Bin ich das? Frei von den Dämonen des modernen Lebens. Hier bist du sicher. Unser Freund, Om Nam Shiwa. Er kommt von weit her und sucht. Gegen eine kleine Gebühr. Klar, nichts im Leben ist umsonst. Nein. Ich spüre... Wir spüren, dass du wissen willst, wer wir sind. Ja, ich bin Yogi und das ist Reggie. Aber du, Fremder, du... bist der Sohn einer Legende. Ich sehe eine Welt voller Gefahr und eine Mutter mit einem schwarzen Herz. Oh, AJ Gale. Willkommen bei Guru Ashram. Und warum bist du hier? Das ist das Haus meiner Eltern. Warum haut er nicht ab? Oh, was? Warum will er, dass wir gehen? Weiß nicht, frag ihn. Du fragst ihn. Hey, ich bin noch hier. Oh, er ist noch hier. Gut für ihn, er weiß, wo er ist. Okay, willkommen, komm rein. Ja, na klar. Tu casa e tu casa. Wir räumen auf. Wir ziehen sofort aus. Doch zuerst brauchen wir ein Friedenspfeifchen, während wir die Details klären. Du bist doch nicht abgeneigt, oder? Also, ich glaube, mir geht's gut. Was macht der Typ mir überhaupt hier? Ach, AJ, wir repräsentieren die Interessen einer gewissen Machthaberin. Ja, und sie schüttelt gerne Frischfleischhände, so zur Begrüßung, meine ich. Du bist das Fleisch. Wir haben die Möhre probiert. Schätze, dann will er den Stock. Hey, was zum Teufel? Okay, jetzt werde ich vergewaltigt. So viel dazu, das ist ganz einfach. Man sagt doch, Gewinner nehmen kein Tod. Okay, krass. Was für ein kranker Scheiß. Bürger von Kyra, wen feuert ihr an? Die mächtigen Elefanten? Oder die wilden Tiger? Oder seid ihr etwa für die Terroristen? So, des Terroristen Rohan Gale. Gesucht von der Royal Army. Mörder. Unschuldiger Männer. Frauen und Kinder von Kyrat. Er ließ sein Volk im Stich und lebte in der Dekadenz von Amerika. Nun kehrt er zurück. In Ketten. Um sich richten zu lassen. Und zwar von euch, Bürger von Kyrat. AJ Gale! Manche Leute glauben, du könntest hier etwas bewirken, AJ. Dies ist der Moment der Wahrheit. Sieh auf den Boden, wenn du in der Arena bist. Im Sand wird eine Klinge versteckt sein, wenn du nicht. Übrigens gibt es für uns beide keine Hoffnung.
Willkommen in der Scharlat-Arena! Okay. Das Wetter soll beginnen! Ziemlich krank. Was müssen wir jetzt tun? Nummer 1. Ja! Das ging ja schon mal ganz gut. Nach hinten los. Hä? Mein Gott, der am Rumbacken ist. Ah, okay, ich kann die Waffe auch aufnehmen. Okay, Leute. Dann zeigen wir euch jetzt mal hier, wer hier der Bubble ist. Bam. Oder noch einer. Gemessert. Aber der Typ, der irritiert einfach nur da unten. Ich muss jetzt hier mal gucken. Ihr werdet gerade erst warm. Aha. Ach, das Liederne ist immer Munition, okay. Runde 3. I'm burning! Oh, der hätte Schüler drauf reingefallen. Was war das denn? Nein! Boah. Okay, das sind Medipacks. Das ist Munition. Also ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich halte von der AK immer noch nichts. Ist einfach nur sowas für unpräzise. Hä, sind jetzt hier irgendwie mehrere Farben oder? Klatsch. Was genau haben diese komischen Outfits hier zu bedeuten? So. Leute, sorry, wenn ich jetzt gerade nicht so viel rede, aber es ist irgendwie gerade ein bisschen heavy hier. Aber ich glaube, ich habe es jetzt geschafft. Die Menge hat gesprochen, oder? Könnte dieser Terrorist zum nächsten Champion der Arena werden? Bringt eure Einsätze für die vorletzte Runde. Aha. Ich bin jetzt also hier so eine Wettvorlage. Nicht Bett, sondern Wett. Hier ist Munition und das Medipack. Okay. Also ein dicker mit einem Flammenwerfer. Ne, ist ein MG-Schütze, ne? Scheiße, ey. Boah. Was war das? Wo ist der Pisser? So.
wird also wenig Munition wie möglich verbrauchen. Um halt den Dicken dann auszuschalten, der da schon kommt. So, den hätten wir. Den schmalen. Da war doch gerade der andere noch, oder? Mal schauen. Hä, wo ist der? Hier war doch noch einer. Ich muss jetzt hier runtergegangen. Alter. Sieg! Yo, mein Volk! Ich hab's geschafft! Okay, schon bin ich hier auch der Herrscher. Wie ihr seht. Eine stressige Mission, aber auch irgendwie eine lustige Mission. Komm mit mir. Du wolltest mich töten. Jetzt nicht mehr. Weißt du was? Leck mich. Stopp. Warte hier. Hör mir zu. Bitte. Paul hat meine Familie. Bis sie befreit ist, stecke ich ihr fest und muss tun, was Pagan befiehlt. Was hat das mit mir zu tun? Der goldene Pfad will Pauls Tod. Und ich will meine Familie. Wir könnten uns helfen. Mhm, so läuft es also. Ich kann dich in seine Festung bringen. Und AJ, sei netter zu Reggie und Yugi. Sie sind Spielfiguren, genau wie wir. Aha. Die haben mir noch die Spritze verpasst, nicht ich den. Komischer Haufen hier. Scharnat. Was ist ihr? Das ist der Sohn. Die Arena. Bist du bereit, die Shantan Arena zu betreten? Überlebe wie ein Held und werde bewundert. Oder stirb wie ein Feigling. Drei verschiedene Herausforderungen warten dich. Kampf endlos. Und Waffenherausforderung. Steige zu einem der legendären Arena-Champions auf und verdiene die großartigen Belohnungen. Am Rande des Wahnsinns. Ja, das war doch schon mal ganz cool. Was ist das hier für ein Knaller? Es machen so viele. Was hätte ich tun können? Ajay. Ich musste weglaufen. Was ich jetzt tun? Entschuldigung? Ich hatte keine Wahl. Okay, was ist denn unsere nächste Mission? Okay, erstmal Fähigkeiten. Gelernt, gelernt, gelernt. Kosten, Beute Takedown. Beim Sprinten nachladen, das ist doch schon mal ganz gut. Bewegliches Ziel. Ziele und das Schießen mit einer Seitenwaffe, während du eine Leiche bewegst. Konzentriertes Fahrzeug zu halten, mehr Schaden, als bevor du reparieren musst. Das ist auch nützlich. Wie viel habe ich denn noch? 6. Das kostet 1, der Elefant. Gute Kondition, jetzt 21 Kondition, damit du hast. Ja, das ist auch schon mal gut. Das ist auch schon mal gut. Heilspritzer 94, deine Gesundheitsfelder. Du bist Erfahrung genug, um doppelt so viel Blätter und Pflanzen zu sammeln. Durch Feuer und Explosion halte eben mit Elefanten zu rennen. Stimmt, das nehmen wir auch mal mit. So. Und dann können wir hier noch gucken. Waffen wechseln und zielen, damit geht jetzt viel schneller. Das hört sich auch noch ganz gut an. Erfolg freischalten, schnelle Auffassungsausgabe, okay. Elefanten reiten, halten, um auf Elefanten aufzusitzen oder von den Ast zu steigen. Drücke Shift, um loszustürmen und Epic zu zerstören. Drücke F, um Gegner zu zerschmettern und zu werfen oder um andere Elefanten in der Nähe anzulocken. Okay. Gut, dann würde ich sagen, machen wir die nächste Mission direkt. Funny. Muss ich da wieder hoch oder was? Ich würde dir gern irgendwann mal meine Schatzkammer zeigen. Gerade blicke ich auf den ganzen Reichtum von Kyrat. Goldmedaillon, Elfenbeinstatuen, Jadeschnitzereien und solche Dinge. Aha. Ich habe immer alles, was möglich war, an den Besten verkauft. Und was ich nicht verkaufen ließ, habe ich eingeschmolzen, um etwas Zeitgemäßeres daraus zu machen. Der goldene Pfad sagt, ich hätte es gestohlen, aber das stimmt nicht.
Wir haben selbst vor Jahrhunderten geraubt, statt es sinnvoll zu verwenden. Das ist die Lektion für dich, AJ. Menschen sind Heuchler. Sie müssen jemandem die Schuld für ihr Scheißleben geben und wollen nicht einsehen, dass sie selbst auch verantwortlich sind. Nächstes Mal, wenn sie wegen Schulen oder Krankenhäusern jammern, denkt daran, dass sie ihren Reichtum über Jahrhunderte in alten Klöstern versteckt haben. Steh auf und du bist tot! Meine Familie! Hallo, Tigerkerl. Ja, Freunde, und zwar habe ich mir überlegt, dass ich die solche Sachen wie wenn ich zum Missionsziel fahre oder fliege oder was auch immer, dass ich das für euch rausschneide.